Was ist denn das, ein NPC? Ah, das ist ein NPC, wow. Ups. Sieht fast aus wie Hulk Hogan, ey. Na komm, gib mir deinen Rucksack. Ja, voll geil, Honig und so, nice. Papier, naja, nicht so prickelnd der Loot, aber immerhin. Mal ein bisschen weg hier. Also sahst du eigentlich Battlefield 1? Noch ein NPC, oder? Wie viele NPCs sind denn hier? Hey du, komm mal her. Tut mich sorry. Das ist nur deine Hand, ey. Sieht komisch aus. Nee, schade, okay. Oh, eine Pistole. Direkt mal zerlegen und den Munition mitnehmen. Sonst nehmen wir mal die HD-Branch. Gucken mal, ob die um einiges vielleicht besser ist. Das wäre natürlich richtig nice. Und holen wir die Spitzhacke hier zur Seite. Das wäre jetzt richtig nice. Oh, da kriegst du auf jeden Fall einiges mehr an Ressourcen raus. Ja, die Kette, ja okay, die können wir mitnehmen, die können wir dann zusammenfügen. Aber kein Motor bisher, ne? Wir haben jetzt einige Autos schon zerlegt. Ich frag deswegen, weil zur Herbstverkaufszeit gab es das nämlich super günstig mit diesem Season Pass. Hätte sein können, dass du es auch erworben hast. Wann mich auch auf meiner Wunschliste habe ich mir zugelegt. Jetzt würde ich mir gerne noch irgendwann das Star Wars da holen. Und mal schauen. Oder was ballern wir mal ein bisschen hier. Compoundburgen, Wurfarme. Brauche ich nicht. Dann lieber doch mehr Holz nehmen. Na, mal schauen, dann irgendwann vielleicht noch Call of Duty wegen dem Zombie-Modus, aber das war's auch, keine Ahnung. Ja, meine normalerweise auch nicht, aber ich muss gestehen, ich war von der Demo von Call of Duty, war ich jetzt enttäuscht, ne? Weil ich auf der Messe auch was ganz anderes gesehen habe und gespielt habe. Das Battlefield, ich hatte es im Auge, weil es ja so sein sollte wie das alte. Jetzt, wo ich es erstmal gespielt habe, also als Sturmsoldat hast du am Anfang Probleme. Boah, wer ballert denn da, ey? Als Sniper ist es genauso ein Feeling wie die ersten Battlefields. Boah, wer ballert denn da so hart, ey? Boah, schießt er gegen den Baum, ist ja doof. Wow, fällt der ein Baum mit seiner Knarre? Ist der doof? Komm hier. Oh, bist du doof? Hat jetzt ein Baum mit einer Knarre gefällt, ey. Na, guck mal, haben wir schon über 10.000 Holz zusammen. Ist doch nice.
Also Holz kann schon mal ein bisschen zur Seite geschaffen werden hier mit der tollen Axt. Nice. Oh, was ist denn mit dir los? Zählt auf der Art, ja natürlich. So, da hinten ist der nächste. Mr. Cowboy. So, was hat die denn dabei gehabt? Ja, nur so eine beschissene Keule. So eine Metall-Dornkeule wäre mal nicht verkehrt. Aber da sind die alle zu geizig für, ey. Oh, weg mit der Rotz hier. Ich denke mal, dass das Zinkpuder auch zum Munitionsherstellen gut sein wird. Muss man echt mal gucken. Ich wundere, dass ich jetzt erstmal wegschmeiße, da haben wir zu Hause jetzt so einige von und die werden wir immer wieder bekommen. Weil ich jetzt erstmal das Inventar nicht damit voll machen will. Pilze. Pilze direkt mitnehmen. Definitiv, die kann man nicht stehen lassen. Ich brauche nämlich am längsten zu wachsen. Guck, wie viele Bäume wir auch schon wieder pflanzen können. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt haben wir 7000 in dem Stack hier. Ja, okay, das läuft ja richtig hier, wa? Ein Bierchen hatte dabei. Leckeres Bierchen. Lohnt sich hier richtig, ohne Scheiß, wegzuknallen. Ich würde sagen, irgendwo höre ich doch wieder einen. Ey, Kranko de la Schwester.
Ja, cool, da skill ich sogar das Bergbau-Gedönse mit. Das ist so nice. Das finde ich echt nice. Das Wuffi. Den muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und noch ein NPC. Harald, komm mal her. Hallo. Hat jetzt Kopfhörer gerade getragen? Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt, den zu legen, ja. So, gib mir den Rucksack. Leeres Glas, wow. Die arme Socke. Er musste sein Leben für ein erbärmliches Glas lassen. Ja, cool, jetzt haben wir zwei 10.000er Steaks. Hier gibt es neue. Oh, Pilze, nice. Ja, Sand werden wir, denke ich mal, aus Stein herstellen. Werden wir auch jetzt gleich oder später definitiv öfters brauchen. Werde ich auch die einzelnen Steine immer wieder aussammeln. Draußen die Ressourcenfelsen kloppen. Öfters mal unterirdisch Gänge wegzimmern. Einer Gänge auf jeden Fall, damit das nicht so einstürzt, wie ihr eben da im Discord gehört habt. Und ja. Aber guck mal hier, die einzelnen Steine, die liegen hier ja zuhauf rum, ne? Ist zwar nicht die Welt, aber hey, wir haben einen Gaul, ne? Einen geschenkten Gaul. Dann schaut man auch nicht ins Maul. Übrigens, jetzt irgendwann im Dezember, am 5. kommt das Italien-Add-on für Euro Truck Simulator. Und irgendwann jetzt im Laufe des Monats auch das Add-on zu Ark. Also da kommen noch einige Sachen jetzt auf uns zu. Warte, hier war doch gerade irgendwo eine Aloe Vera, oder? Na, sah wohl nur so aus, schade. Echt gedacht, da wäre eine Aloe Vera gewesen. Ja, und bei Ark bin ich echt gespannt drauf, was sich da getan hat. Da habe ich auch noch überlegt, holst du dir einen Season Pass? Oder lässt es? Ich hätte es erstmal gelassen. Bin über den Preis gespannt, was dabei verlangt wird. Oder für das Add-on verlangt wird. Mal schauen. Level 70 Hammer, das ist schon mal nice. Ich glaube 74 brauchen wir für die Stahlwerkzeuge und 80 für irgendwas anderes. Ich glaube meiner 69. Das heißt, 4 Level brauchen wir jetzt noch. Könnte sein, dass wir uns die in der nächsten Nacht jetzt holen können. Werden, wie auch immer. Als erstes hier Taste über so viel Holz kloppen, wie überhaupt nur geht.
Habe ich hier echt so viele Bäume aufgestellt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Echt Wahnsinn. Ich meine, okay, gibt Holz, ne? Ich werde es eh sammeln. Die ganzen Setzlinge, lecko mio. Ein paar schmeißen wir jetzt aber auf jeden Fall weg. Auch schon wieder 8000, ja nice. Das lohnt sich jetzt auf jeden Fall. Auch so müssen wir mal regenerieren, wa? Puh, dann können wir das hier. Zerlegen. Hallo? Hallo. Ah! Hier ist so ruhig. Das passiert schon mal. Ja. Ich klappe ganz konzentriert Bäume weg. Ah. Das geht voll gut mit dieser Diamanten-Axt. Ja, jetzt fehlt mir Tanzen, um die zu reparieren. Das ist jetzt auf Level 100. Ab und zu findest du das auch, glaube ich, mal. Das wäre gut. Dürfen die Mitarbeiter der Deutschen Bahn eigentlich mit der Bahn fahren oder müssen die Pünktchen fahren? Muss ich erstmal Hattis Dachgarten besichtigen hier. Bist du zu Besuch? Ja. Ah. Ja, sie hat sich ja manchmal selbst Händler dargestellt, ne? In Sundays und so weiter. Also versucht. Ist irgendwas ziemlich originalgetreu dran gewesen. Nee. Was hab ich? Wolfram. Wolfram? Nee. Das, was brauchst du für deine Diamantspitzhacken, um das zum Reparieren? Das. Habe ich nicht. Mist. Weil im Ofen sind 100 Stück drin. Weil er hätte gesagt, gibt's das da nicht dabei. Oh. Aber so weit bin ich ja nicht weg. Vielleicht kann ich hier was abholen. Ja, dann kommst kurz vorbei. Dann kannst du 100 Stück haben. Doch nicht 100. Ich will nur reparieren. Ja. Aber dann hast du irgendwas auf Ersatz wieder. Ja, ja, richtig. Simstream. Uns tun die 100 nicht weh. Und dir helfen es weiter. Dabei. Und danke. Dann hole ich mir die nachher ab. So. Wo hast du dich denn hier eingerichtet? Oh, nice, Heilbandage. Der eine Zelle, die ist so geheim. Eine geheime Zelle? Da, wo die Pilze sind, ist... Ich weiß nicht, ist... Da brennt eigentlich auch das...